Das kann doch nicht wahr sein. Sind die bescheuert? Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Wer auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, bekommt es auch mit diesen kleinen, mehr oder weniger niedlichen Bildchen zu tun, Emojis. Vor allen Dingen auch immer wieder mit solchen, die negative Gefühle ausdrücken. Man heftet sie an eigene Nachrichten oder man hängt sie unter die Nachrichten anderer, um sein Missfallen auszudrücken. Damit bezieht man Position über das, was man richtig oder falsch findet, was man gut oder schlecht findet. Letztlich gibt es viel Aufregung um die Frage, was ist eigentlich das Beste? Das ist heute mein Thema. Was ist eigentlich das Beste? Ich bediene mich dabei eines Satzes des Apostels Paulus, der gestern in den Losungen ausgesucht war. Keine Sorge, so fromm wird es heute nicht. Das hat sich vielleicht schon angedeutet. Ich bete darum, dass eure Liebe noch reicher werde an Erkenntnis, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Wenn die Frage gestellt wird, was das Beste sei, dann geht es nicht darum, was es absolut das Beste sei. Da gibt es Millionen Antworten. Der eine sagt vielleicht Geld, der zweite sagt Liebe, der dritte sagt Sex oder einer sagt Reiten oder draußen sein oder was auch immer. Es geht nicht um das Beste an sich, sondern es geht um die beste Handlungsmöglichkeit. Was wäre jetzt am besten zu tun? Die meisten denken bei dieser Frage natürlich an all die Aspekte des Themas Corona. Lockerung oder nicht, Normalität oder Zurückhaltung, Freiheit oder Einschränkung. Viele Wissenschaftler äußern sich, auch Hochkarätige. Und wir werden Zeugen von unterschiedlichen Meinungen und von der unterschiedlichen Deutung von Fakten und Untersuchungen. Diese Fragen sind wirklich wichtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auch schon zu einem Volk von Virologen und Experten geworden. Ich werde aber heute mal die Pausentaste drücken. Ich werde heute dieses Thema nicht behandeln. Die Lage wird für mich jedenfalls eigentlich täglich unübersichtlicher, als sie es ohnehin schon war. Nur was ich beobachte ist, wie Menschen miteinander über diese Themen reden. Da steigt die Radikalität. Da gibt es den Riss in Familien, aber auch in der Kirche, in der Gesellschaft. Immer tiefer werden die Gräben und man haut sich die Meinungen einander um die Ohren. Viele haben sich mittlerweile so in das Thema verbissen wie Kampfhunde, die ihren Biss nicht mehr selbst lösen können und jemand von außen muss helfen. Das macht mir Angst. Das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Das tut auch der Sache nicht gut. Wir brauchen eine Unterbrechung, eine Pause, eine Denkpause. Ich weiß nicht, was das Beste wäre in Sachen Corona. Keine Ahnung. Ich weiß aber etwas anderes und Sie, die Sie hier wohnen in der Schwalm-Wetter-Region, Sie wissen das auch. Am Ostermontag hat es hier im Naturschutzgebiet im Mainweg ein schreckliches Feuer gegeben. Tagelang waren Hunderte von Feuerwehrleuten im Einsatz, um auf der niederländischen Seite des Naturschutzgebietes im Mainweg zu löschen. Und man kann gar nicht genug betonen, was diese meist freiwilligen Feuerwehrleute für einen großartigen Dienst für uns alle getan haben und tun. Das sind auch echte Helden für mich. Und trotz aller Anstrengungen sind 300 Hektar Wald und Heide verbrannt. Es hatte sich angedeutet, denn es war vorher schon knochentrocken. Es ist der dritte trockene Frühling in Folge, zusammen mit zwei super trockenen und heißen Sommern. Die Böden sind bis in große Tiefen hinein ausgetrocknet. Uns fehlt Regen. Regen und nochmals Regen. Und auch hier geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, Untersuchungen und deren Deutung. Es gibt viele sehr ernstzunehmende Wissenschaftler, die das Fliegen, das Autofahren, das Heizen und die industrielle Produktion mit ihren CO2-Emissionen
für den Klimawandel verantwortlich machen, der diese Auswirkungen hat. So sah das vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Was ist jetzt das Beste? Wie können wir verhindern, dass hier in 10 oder 20 Jahren anstatt von Wald und Naturschutzgebiet nur noch eine Steppenlandschaft da ist, die vielleicht, wenn sie sich erholt hat, alle paar Jahre wieder abbrennt, weil es so trocken ist? Wir brauchen jetzt einfach eine Pause, um das mal richtig ankommen zu lassen. Was bedeutet das jetzt? Für mich kommt jetzt wieder eine Perspektive in den Blick, die die positiven Seiten der Corona-Krise wahrnehmen kann. Viele von uns haben doch erlebt, so viel Mobilität brauche ich gar nicht. Ich brauche nicht so viel mit dem Auto zu fahren, ich muss nicht so viel fliegen. Viele haben erlebt, wie wichtig ihnen Beziehungen in Wahrheit sind, die ihnen im Alltag häufig nicht so wesentlich erscheinen. Und das, was wir alle miteinander erlebt haben, ist doch, wenn es sein muss, dann können wir so unendlich viel bewegen, können einschneidende Maßnahmen hinnehmen. Das ist doch mal ein Vorbild für die großen Fragen, die wir noch vor uns haben. Was ist also das Beste? Die Frage heute. Der Apostel Paulus wünscht, dass seine Leute das Beste erkennen. Das ist ein bisschen nebulös, weil inhaltlich sagt er nichts, aber er sagt uns den Rahmen, innerhalb dessen die Auseinandersetzung darum geführt werden soll, was das Beste sei. Der Rahmen heißt, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Für Paulus ist Liebe keine Sonderwelt im Privaten. Und davon zu unterscheiden wäre dann die intellektuelle Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung. Liebe zu Hause, Auseinandersetzung draußen in der Welt. Nein, für ihn gehören die Dinge zusammen. Die Liebe soll auch der Rahmen der intellektuellen und politischen Auseinandersetzung sein. Damit nämlich nicht die Gräben immer tiefer werden zwischeneinander und damit nicht aus Diskussionspartnern Feinde werden, damit Menschen nicht letztlich ihre Beziehung darüber verlieren, dass es ums Recht haben geht in der Frage, was das Beste sei. Das Gegeneinander raubt uns die Kräfte, die wir für die gewaltigen Anstrengungen brauchen, um die Menschheitsprobleme wirksam anzugehen. Im Gegeneinander werden wir alle verlieren. Nur im Miteinander schaffen wir die nötige Umkehr von auf Dauer tödlichen Lebensweisen. Und nicht zuletzt dieses. Nur ein Leben im Miteinander lohnt doch die Mühe. Feindschaft oder Krieg können auch das schönste Privatleben ebenso zerstören wie ein Brand den Wald. Paulus gibt nicht nur den Hinweis mit dem Rahmen, nämlich der Liebe, sondern er tut auch etwas. Er fasst seine Wünsche für seine Leute in ein Gebet zusammen. Seine Leute liegen ihm wirklich am Herzen, obwohl er nicht immer mit ihnen einer Meinung ist. Er meint auch, dass da noch Luft nach oben ist. Sie können sich noch weiterentwickeln, klüger werden, reicher an Erkenntnis. Aber er kann sie nicht selbst weiterentwickeln. Er kann ihnen sagen, was er meint, aber er weiß, dass da noch jemand anders mit am Werke ist, der die Herzen und die Ohren öffnen kann. Beten, das mag nichts für jedermann sein. Aber die, die das können, all das, was sie beschäftigt und was sie beschwert, auch sich selbst ins Gebet zu bringen vor Gott, die erleben, dass sich Lasten dann leichter anfühlen und dass sich auch Verkrampfungen lösen, selbst wenn man sich vorher so richtig verbissen hatte. Und dann kann man etwas genauer hinsehen. Und das Bild verändert sich, was man sich von der Wirklichkeit gemacht hat. Als ich wenige Tage nach dem Brand ins Heidegebiet gefahren bin, ich erwartete pechschwarze Landschaft und war wirklich erstaunt, dass auf den schwarz verbrannten Feldern überall zwischendurch wieder zarte grüne Büschel ihr Haupt erhoben hatten. Da gab es Gräser, die schon wieder anfingen zu wachsen. Das Leben reckt vorsichtig den Kopf in die Höhe und gibt uns ein Zeichen. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist bunt.
Und mittendrin in der verkohlten Landschaft stehen immer wieder mal Bäume, die das Feuer nicht zerstören konnte. Auch hier, es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es ist nicht alles in die Polarität von richtig oder falsch, von Leben oder Tod zu zwingen. Was ist jetzt das Beste? Mal auf Pause drücken. Aussteigen. Sich mit der Liebe verbünden. Nachdenken. Dann weiter diskutieren. Damit wir miteinander finden, was das Beste ist.